Zu meiner Freude habe ich so eine Mappe gefunden, die vorne eine Klarsichtfolie hatte. Und wo ich die halt runterreißen konnte. Jetzt habe ich wieder Material. Und ich muss eine Breite von 3 cm da reinschneiden. Ich gebe 3,5 zur Sicherheit. Reiße das mal an. Und schneide los. So. Ich könnte mich jetzt auch auf mein Augenmaß verlassen, aber darauf kann ich mich nicht verlassen. Und an der Stelle war es egal, weil dieses Reststück eh nicht mehr zu gebrauchen ist. Jetzt werde ich nochmal 3,5 abschneiden. Und schauen wir mal. Ja. Damit darf wieder geleimt werden, aber erstmal sichere ich lieber das Skalpell. Das sieht schon besser. Und auch das. Fehlt noch der.
Das sollte jetzt erstmal längere Zeit trocknen. Ich habe hier die Fenster für das untere Geschoss ausgedruckt. Ich mache zunächst mal so den Sichtversuch, ob das auch passt. Ja, das tut es. Und damit beginnt wieder das beliebte, ich schneide Fenster aus. Im unteren Geschoss sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 statt 11. Ich brauche also bloß die obersten 9 auszuschneiden. Das wird mir schon mal etwas von dieser Arbeit ersparen. Die unteren Fenster sind übrigens 5 mm höher als die oberen. Und ich hatte diese Fenster hier mit Open Office gefertigt, also zum Druck vorbereitet. Mit dem Tabellenkalkulationsprogramm. Jede einzelne Linie hier ist eine Spalte und die Spalten kann man ja millimetergenau zuschneiden. Die Fensterinnenseiten habe ich mit einem kleinen Rahmen versehen und auch die Zeilen konnte ich in der Höhe passend zuweisen. Und als es jetzt darum ging, eigentlich die gleichen Fenster nochmal zu schneiden oder anzuzeichnen, nur halt das Gesamtfenster 5 mm tiefer, da habe ich nur die Zeilen angepasst. Diese hier habe ich um 1 mm tiefer gemacht, also höher. Und die hier um 2 mm. Und das ging sehr flott. Danach brauchte ich nur noch einmal auf Drucken zu drücken. Hatte Fotopapier eingelegt. Und fertig hatte ich meine Schablone. Ich brauche ja bloß 3. Jetzt ist das Fotopapier oder Fotokarton nicht so allzu dick. Aber wenn ich dem knapp Millimeter zugestehen würde, so vom Augenmaß her, oder sogar nur einen halben, wären das ja immerhin 2,5 cm in Natura. Das ist zwar wenig für einen Fensterrahmen, aber viel dicker ist das Original dann auch nicht. Die Versuchung war relativ groß, beim Druck einfach zu sagen, okay, ich mache die Fensterscheiben schwarz. Das Fotopapier ist ein glänzendes Papier. Und dann hätte ich glänzende schwarze Flächen und das wird schon ziemlich so ähnlich aussehen, als ob dort Glasscheiben drin wären. Aber bei so einem Spur-Null-Projekt werde ich wohl den einen oder anderen Raum erleuchten und also beleuchten und dann eine Einrichtung simulieren. Nicht alle, nur einige Räume. Denn wenn man sich so ein Gebäude mal anguckt, so kann man in die Häuser hinein eigentlich nur gucken, wenn drin Licht an ist und es draußen dunkel ist.
Und wir müssen an die Zeit zurückdenken, die ich auf der Anlage darstellen will. Wir sind ja im Jahre 1880, vielleicht etwas früher. Elektrizität war wahrscheinlich schon erfunden. Und ich weiß nicht, ob Edison schon die erste Glühbirne in Betrieb hatte, bestimmt. Aber dass das schon in Westerstede, im hintersten Winkel der Erde, da wo gerade erst eine ziemlich schlichte Schmalspurbahn hingebaut wurde, im Hotel schon eingerichtet war, das bezweifle ich mal. Wir haben es hier also mit Petroleumbeleuchtung zu tun. Und das war teuer. Eventuell sogar mit Kerzen, wer weiß. Was noch teurer war. Und man kann sich ganz sicher sein, dass schon allein wegen der Brandgefahr in einem Raum, wo sich gerade niemand aufhält, kein Licht war. Im Sommer brannte natürlich auch kein Kaminfeuer irgendwo. Sodass ich es also mit ganz wenigen beleuchteten Räumen zu tun habe. Gar tagsüber sowieso überhaupt nicht. So dass ich das Licht in dem Gebäude höchstens früh morgens oder abends anzumachen habe. Und dann sollte der Raum tatsächlich beleuchtet sein. Ich setze die Gegenschnitte, damit ich bis an die Ecke komme. Auf dem Hinweg des Schneidens konnte ich ja nicht bis in diese Ecke hineinfahren. Überhaupt entspricht die Beleuchtung dieser Frühzeit der Eisenbahn, also zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, in gar keiner Art und Weise dem, was wir jetzt hier in Epoche 6, also im Jahre 2016, gewohnt sind. Und auch nicht mal annähernd dem, was in ab Epoche 3, also so in den 60er Jahren, zu sehen war. Die Elektrizität hatte das Leben noch ganz wesentlich verändert. Sprich, nächtens war es deutlich dunkler als heute. Und trotzdem gingen und fuhren die Leute durchs Land. Und schon ein Halbmond hat ausgereicht, um die Wege deutlich zu zeigen. Und bei klarem Himmel war sogar bei Neumond durch das Sternenlicht ein klein wenig zu erkennen und man konnte den Weg nicht verfehlen. Das findet man heute ziemlich unwahrscheinlich und undenkbar, hat aber jahrtausende lang prima funktioniert. Man musste nur gute Augen haben.